Nein, da würde ich nicht nachgehen. Außer natürlich, du müsstest sterben. Und hier? Wobei, in der andere Richtung würdest du auch sterben, wahrscheinlich. Hier? Ja, da wirst du gleich sterben, wenn du so weitermachst. Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung. Jeroen findet's auch raus. Ach schade, das hat dich nicht gekillt. Ach, der konnte aber nur... Sie waren sogar nicht so fair und nerven nur eins. Na, ja, kannst du noch mal runtergehen. Und bei dem anderen und noch mal ins Lagerfeuer am besten, damit sie nochmal alle respawnen. Das soll super, ich mach mal gleich ein Boss kommt und davor kein Lagerfeuer mehr. Ja, und dann nochmal, dann respawnen noch einmal alle. Ja, aber... Okay, schon, du hast noch genug Essensflasks. Also jetzt kommt... Jetzt kommen gerade keine Gegner mehr, bis halt der Boss kommt. Ja, das sind nur noch Bonus-Sachen für später. Achtung, Fimmel. Hä? War das da? Hau mal die Fässer kaputt. Okay, nee, war eine Ebene höher. Achtung, Tarnung. Soll wahrscheinlich als Hinweis darauf sein, dass eine ganze Menge Leute denken, sie sind cool, wenn sie sich da hinstellen, warten, bis jemand die Treppe hochgeht und einfach da runterspringen. Und den killen. So, hau mal die Fässer kaputt. Genauso, wenn du dich da hinstellst, die da oben stehen. So, warte mal. Aus einem der Fässer kommt nicht gleich so ein kleiner Eidechse raus, die du killen kannst und die droppt relativ gute Materialien. Allerdings, wenn du zu lange brauchst, verschwindet sie. Und die ist wirklich sehr klein, das heißt, du musst irgendwie heftige Attacks oder sowas benutzen, dass du sie wirklich am Boden triffst. Dürfte in dem ganz recht sein, ja, klar. Hm, geil. Ja. Wähl sie erstmal aus. Komm her, nein! Stück doch! Hast du den gekriegt? Ich bin so geil. So, natürlich hängt die. Das war auch ein Härtetest, um jetzt zu gucken, wie lange das Ding eigentlich zum Abhauen braucht. Normalerweise hat es nämlich noch 2 Sekunden gekillt. Und ich einfach gewartet, bis sie die Treppe runtergelaufen ist und dann sofort von oben einfach runtergesprungen und Sprung-Attack gemacht habe. Der kommt nicht sofort. Du kannst erstmal da durchgehen. Du musst sowieso dann erstmal noch 2 Edskillen, also 2 Bogenschützen, die dich während des Falls dann ansonsten die ganze Zeit abschießen würden. Na, direkt rechts jetzt drumherum um diese. Du trägst es nicht mehr und gibst mir jetzt Tipps, ne? Ja, die Wo Leiter hoch. Die siehst du ja jetzt nicht, da ist eine Leiter. Oh, die habe ich wirklich nicht gesehen. Ja, das liegt aber daran, dass das mit dem Bildschirm so etwas blöd ist wegen der Dunkelheit. Hi. Und die Bogenschütze umhauen, das sind 2. Absprung. Achtung vor dir, Abgrund. Gelobt sei die Sonne. Praise the Sun! Okay. Du hast Kolja hier? Nee, ne? Gut. Ja. Gibt's was abzuservieren oder? Warte. Oder machst du mal selbst? Na, ich komm nochmal. Echt? Fettig? Mhm. Ohne Schlabberjette hier? Ja. Ich kann sowas. Naja, gut. Ich klebt das immer so, wenn die Taste so an den Fingern kleben oder so. Nee. Ja, nicht bei mir. Die Maus irgendwie auf Tauchplatz. Guck mal, was er da macht. Mmm. Geil. Der möchte dich einladen. zu seiner nächsten Hausparty. Wo er dann so. Hawaii-Musik spielt, wo er mit seinen Hüften so im Takt wackeln kann. Ja, geil. Das wollte er damit darstellen. Guck mal, Kreis. Oh. Warte. Steh mal. Okay, da sagt es auch, aber wie wir es jetzt machen, wenn du das machen wollen würdest, im Sturz angreifen? Wenn irgendwo runterspringen und dann, ja, eigentlich so. Ja, also ich. Ah, Gott.
So, warte mal. Scheiße, einfach umgekehrt. Warte mal, wie oben ist das jetzt? Ich mag das eigentlich mal so, dass ich dann das so habe, dass ich mir heute schließlich das. Okay, muss wieder auf normal, wenn das so ist, wie ich es gerne habe. Ich habe es immer gerne so, dass ich dann halt so die Sicht drehe, wie auch der Charakter dann gucken würde. Mein Bruder macht umgekehrt, dass er damit quasi diese Kamera steuert, die dahinter ist. Ja, das finde ich scheiße. Ich mach das auch so wie du. So, also. Der kommt dann gleich da oben auf den Turm raufgeschwungen, von dort aus hier drauf. So. Das heißt, er wird dann hier 10 Meter vor dir stehen. Wie würdest du jetzt einen Sturzangriff vorhaben? Gar nicht. Ich würde natürlich dort hochklettern und von dort aus einen Sturzangriff machen. Also, wenn du möchtest, könnte ich auch diesen Anfang für dich machen, aber ich lasse es mal, weil es zu langweilig wäre. 3, 2, 1, umdrehen. Okay, etwas zu früh. Der kommt dann, sofort wenn er da oben drauf ist, musst du sofort umdrehen und zur Leiter sprinten. Wahrscheinlich kommt er da bei dem orangenen Ding. Ja. Jetzt lauf. Mit Sprint. Ja. Und vielleicht in die Richtung gucken, wo du hinläufst. Könnt ihr da hoch tun? Spaß! Warte, schon erwarten. Aber du hast es überlebt noch, zum Glück. Flasche schlucken. Hast du jetzt Zeit? Ja, und dann jetzt sofort da runterspringen und mit Sprungangriff ihm aufs Maul hauen. Das. Du. Bist. Also, du solltest bei dem Spiel schon eher darauf achten, besonders wenn du einen Boss hast, was der so macht mit seinen Armen und der Waffe, die dich wahrscheinlich in zwei killt, mit zwei Hits killt, weil es normalerweise eigentlich immer einer ist. Als wenn es bei Demon's Souls. Ich hab mal so einen Gedankenansporn für dich. Also, wenn er immer mit seiner Waffe in so einen Bogen vor sich haut, einen relativ großen Bereich, wäre es dann theoretisch möglich, wenn du einfach direkt vor seinen Füßen stehen bleibst und immer, wenn er angreifen will, durch die Beine durchläufst, an seinen Rücken? Nein. Okay, nicht durch die Beine, sondern an den Beinen rechts vorbei. Oder links besser, weil er steht von rechts aus. Mach ich immer auf Schaden von vorne? Bei Bossen gibt's kein Back. Und da hattest du dich selbst sehr intelligent an der Mauer festgehalten. Bei Bossen gibt's keinen Backstep. Die kriegen von jeder Seite genau gleich viel Schaden. Ausnahme, sie haben irgendwie vorne einen dicken Schild oder sowas. Dann machen es natürlich mehr Schaden von hinten anzugreifen. Oh nein, jetzt muss ich wieder voll ganz vorne, ne? Ja, und du hast auch wieder deine Seelen verloren, die du vielleicht mal für ein Level-Up hättest benutzen können, dass du etwas mehr Schaden machst oder mehr aushältst oder. Ja, aber wenn mir keiner was sagt. Ich weiß ja nicht mal, wo es geht. Ich hab's. Ich sag's jetzt schon zum zweiten Mal. Ach nee, ich hab keinen Bock mehr. Hau den um. So, jetzt gehen wir zurück zum Lagerfeuer. Setz dich ans Lagerfeuer. So. Setz dich ans Lagerfeuer. Was von diesen Dingern könnte wohl fürs Level aufsteigen bloß sein? Entfachen! Ja! Soll ich denn noch eins noch sehen? Was soll ich denn mal aufleveln? Seelen 140, nötige Seelen 724. Ich nehme das Spiel. Und du hattest irgendwas mit 3300 vorhin. Nur also zur Info. Hast du dich. Also hoffe ich jetzt mal für dich, dass du es wieder bis zum Boss schaffst, ohne dabei zwischendurch zu verrecken und dann deine Seelen mal wieder kriegst, um das zu machen. Wobei ich glaube, so wie du dann an der Position gestorben bist, musst du den Boss, glaube ich, sogar schaffen, damit du deine Seelen wieder kriegst. Und nein, den kannst du ignorieren. Nee, kommt gleich von hinten angerannt.
Normalerweise sollte er es eigentlich nicht. Hat er aber vorhin. Ne, vorhin war es der andere, der stand ja auch direkt am Anfang. Komm, siehst. Da kommt nämlich nichts. Steffe jetzt schon fast wieder. Vielleicht weil du jetzt gerade denkst, bloß nicht sterben, bloß nicht sterben. Wobei, was hast du wahrscheinlich von Anfang an gedacht? Nein, ich hab von Anfang an gedacht, sterben! Irgendwas Neues. Wie lange nehmen wir eigentlich auf? Das ist eine sehr gute Frage und ich kann es auch nicht vernünftig. Anderthalb Stunden. Ein Traum. Du brauchst wahrscheinlich für das ganze Spiel 1,5 Stunden. Das ist etwas übertrieben. Ich bräuchte für das ganze Spiel, wenn ich den ganzen Tag marathonen würde und... Ah, ich habe den Bogenschutz vergessen, scheiße. Und nicht failen würde, was mir natürlich auch ab und zu mal passiert. Ab und zu mal. Ja, ich wollte damit sagen, nicht so oft wie dir, aber trotzdem auch mal. würde ich wahrscheinlich 3, 4, 5 ganze Tage brauchen. Oh, hast du dir einen Traum, das Spiel? Kommst du denn her? Wobei, Quatsch, ich würde wahrscheinlich nur die Hälfte brauchen, weil ich, wenn ich Speedrun machen wollen würde. Also wenn ich halt so, ne, wirklich schnell. Weil wenn ich normalerweise spiele, achte ich darauf, dass ich alles hole, was da ist, jeden Schatz, jede Waffe, alles was ich mir holen kann. Einfach nur, damit ich es habe. Oder auf jeden Fall, dass ich es mal brauche. Und das was kommt jetzt nicht. Das kommt nur einmal. Ist ja nett. Ja, Objekte respawnen nämlich nicht. Genauso wie eine Tür, wenn du sie geöffnet hast und dann ins Lagerfeuer gehst, schließt sie sich nicht wieder. Die bleibt offen. Das Einzige, was respawnen, sind die Gegner. Wobei da nicht mal alle. Zum Beispiel diese kleinen Eidechsen da, die auch diesen Fat Loot droppen, die respawnen auch nicht. Und das bringt dir nichts, das kaputt zu hauen. Außer natürlich, dass du deine autistischen Dränge befriedigen kannst. Ja, darauf habe ich gewartet. Ich habe jetzt schon. Hallo, durch den nehmen gehen, danke. So. Bogenschützen. Das wird so ein Traum, das Spiel, ne? Nach 2 Stunden machen wir erstmal Schluss. Das sag ich dir, ich halte das weniger als 2 Stunden aus. Ah, ich hätte generell Spiele nicht länger als 2 Stunden aus, du? Also, ich könnte das jetzt 10 Stunden lang Marathon, wenn ich wollte. Ich kann sowas nicht, ich weiß. Ich kann das einfach nicht. Ich mein, also, ich außer hab, Brawl. Bei ich Brawl hab, geht das. Ich hab, und ich könnte es gerade beim Brawl nicht, weil das eigentlich dann theoretisch immer so ziemlich das Gleiche ist. Außer natürlich jetzt der Story-Modus oder sowas. Also, das Sub, wenn ich es gerade zum ersten Mal. Oh, das ist Sub-Braun, ne? Wäre ich da runtergefallen, ne? Ich hätte irgendwen getötet, das sage ich dir. Heiltrank. Und bevor wir weitermachen, weißt du, ob wenn ich hier jetzt bei Windows, wenn ich hier jetzt, hoppala, falsches. Ich verstehe es auch nicht. Wenn ich hier jetzt das hier mute, nimmt der den Sound trotzdem vernünftig weiter auf oder? Sollte er eigentlich, oder? Okay. Wir garantieren für nichts. Ja, also falls jetzt gleich der Spielsound weg sein sollte, ich bin schuld. Und wenn ihr euch fragt, warum ich ihn überhaupt ausmache, weil ich Remke schöne passende Lieder zu dem Spiel spielen möchte. Über YouTube. Und das über Lautsprecher machen muss, dass ich keinen Bock habe, dass ihr dann über Lautsprecher noch zusätzlich zu dem Video-Sound, wo ihr den Spielsound hört, nochmal über die Lautsprecher ins Mikrofon dann nochmal den Spielsound hört. Der natürlich dann etwas versetzt ist. So. Ja, sollte aber gehen. Ja, also wenn der Sound weg ist, ich bin schuld. Warte, bleib eben stehen, du musst das erstmal vorplanen. Nimm dir mal ein paar Minuten, eine Minute oder zwei Zeit und überleg erstmal, was genau du jetzt machen möchtest und wie du dem Boss bekämpfen möchtest. Er kommt runter, ich renne weg.
Schon mal guter Anfang. Ich renne nach dort hinten, renne vielleicht direkt mal zur Leiter und nicht irgendwie gegen die Treppe. Ja, es wäre auch intelligent, wenn du deine Kamera in die Richtung drehst, wo du hinläufst. Also da rüberläufst, sobald er kommt, sofort mit Kamera zurückdrehen und rüberlaufen. Vielleicht könnte ich mir meine Seen auch noch direkt zurückholen. Nein. Ja, noch da ein etwas spawnen, dann dürftest. Wenn du anfangen willst, kannst du eigentlich direkt dahin laufen, holen und dann sofort zurücksprinten. Aber das schaffe ich. Dürftest du hinkriegen. Aber warte erstmal. So, dann macht er diese komische Schläge, dann muss ich. Was zur Hölle? Okay, gut. Heute habe ich gelernt, dass wenn ich eine Sache beim Windows-Mixer, wenn ich eine Sache stumm schalte und dann das Audiogerät wechsle von Headset auf Lautsprecher, dann ist das nicht stumm, dass ich nochmal wieder stumm schalten muss. Das ist echt super, dieses Ding, ne? Ja. Das ist so total klasse. Ich glaube, jetzt kommt die beste Musik überhaupt. Ich muss erstmal gucken, weil ich glaube, ich mache nochmal kurz auf Headset, um zu gucken, ob es überhaupt das Richtige ist. Das heißt, ich packe ich in den Schleifer und spiele das dann das ganze Let's Play über. Wenn es das Richtige ist. Das ist super. Ich genieße mal meinen Hotdog. Okay, das ist schon mal das Richtige. Hab noch schon gehört. Hey! Ich meine, eine Sache, die funktioniert. Überleg ich mir nur ein anderes Video. Wieso? Das ist super. Ja, warte. Nicht so laut. Ja, etwas leiser.